So, liebe Leute, willkommen zum Meetup, der Abenteuertour 2023. Ja? Und diesen beginnen wir mit Daisy im Cheep-Cheep-Kostüm. Ja? Und neu hier diese wunderschönen Shy Guy Ballons. Ja? Die könnt ihr euch im Shop mit euren grünen Medaillen kaufen. Ja? Und Shy Guy ist ja auch ein echt ein cooler Charakter. Finde ich total süß, den Charakter. Vor allem, ich liebe es, diese Videos zu machen mit diesen Ninja-Mädchen da. Macht mir wirklich großen Spaß. So. Gucken, ob wir es hier schaffen hier. Und ein Fischchen. Boah, das war knapp. Kommt die Super Bubble. Woo! Ja, das hat jetzt wirklich viel gebracht. Und zwar gar nichts. So, der dritte Platz. Zweiter Platz. Und da platzt gleich der Ballon. Nein. Wir haben es geschafft. Erster Platz mit unserem wunderschönen Cheep-Cheep-Mii-Kostüm und den Shy Guy-Ballons. Na? Guck mal, und der pinke Shy Guy ist zweiter Platz geworden. Das ist doch wunderbar. Na? Da lacht das Shy Guy-Herz. So. Dann haben wir als nächstes im Mii Cup das Cooper Cup. Und das machen wir, würde ich sagen, mit unserem Piranha-Pflanzen-Kostüm. Und dazu gibt es dann noch, ich gucke mal, nehmen wir mal diese wunderschöne fruchtige Melone. Ne? Wie Daisy ist auch so eine fruchtige Melone. So, ja, weiter möchte ich das Thema nicht vertiefen. So. Und dann direkt los starten mit weiteren zwei Shy Guys, unter anderem das Shy Guy Ninja Mädchen, ne, was ich so verehre. So, dann wollen wir mal mit unserem Pflänzchen und der Wassermelone. Ne? So. Boah, was geht denn hier ab? Na? So, guck mal hier. Da lacht das Herz doch. Ne? Wenn man diese wunderschönen fruchtigen Wolken sieht. So. Geht's ab. Boah, mein lieber Mando, der blaue Shy Guy. Der Fußfetisch Guy, wie ich ihn nenne. Wegen meinen Videos. Mit diesem Charakter. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe, werde ich die auch mal hochladen. Ist ja schon lange überfällig. Aber ich bin halt noch nicht zugekommen. Genau wie diese ganzen Daisy-Fuß-Fetisch-Videos, die ich euch versprochen habe. Bin ich auch noch nicht zugekommen. Dafür habe ich jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht,
diese wunderschöne Abenteuertour genutzt, um das Spiel Super Mario Run mit Daisy von Anfang bis Ende komplett durchzuspielen. Ne? Und das war, ja, das waren 3 Tage jetzt ungefähr, war ich dran. Gut, ich kannte das Spiel, ich hatte es kaum gespielt. Von da musste ich erstmal an die Steuerung gewöhnen, so. Gut, vielleicht nicht an die Steuerung, aber ans Timing von einigen Leveln. Wobei ich gedacht habe, jetzt die schwersten Level, erst war ich gedacht, ach komm, die schweren sind auch einfach, ne? Aber dann hat sie richtig gesteigert. Da ging noch mal richtig ab. Wobei diese Sternlevel, die waren gar nicht schwer. Großartig. So, aber wir sind ja jetzt hier bei Mario Kart Tour und nicht bei Super Mario Run, ne? So. Und irgendwann werde ich die Level auch hochladen. Wobei ich bin schon dabei. Ich habe jetzt insgesamt 4 schon hochgeladen. Das war sozusagen ein kleiner Bonus, ne? Diese Serie zu beginnen mit den Videos am Valentinstag, habe ich mir gedacht, ist doch eine perfekte Gelegenheit. So, und eine perfekte Gelegenheit ist auch im 3DS Gebirgsfahrt X unser neues Mii-Kostüm auszuprobieren. Wenn ich es finde, heißt es. Und zwar ist das das braune Mii-Kostüm. Ne? So, und da nehmen wir auch direkt zu unserem neues Fahrzeug. Und zwar ist das die Lore, ne? Die Stahllore mit den wunderschönen goldenen Kerzenleuchter. Ne? Ja, endlich habe ich die Stahllore habe ich endlich bekommen. Musste ich mir aber kaufen mit Rubine. Aber ich wollte sie endlich mal haben. Ne? Ich hatte immer den anderen Wagen bekommen da. Und jetzt habe ich auch endlich die Stahllore bekommen. Ne? So. Ja, mit diesem wunderschönen goldenen Kerzenleuchter hier, ne? Den gab es im Abo. So. Ja, dieses braune Mii-Kostüm, wie ihr seht, ist neu, wie gesagt. Ne? So, erinnert mich an Schokolade. Und eine Zeit in Deutschland, die man eher vergessen will. So, ja. Die Kanone ist ja das Spezialitem. So. Na? Oh, jetzt geht's hier richtig ab. So. Na komm schon. Komm, volles, jawohl, voll im Stein getroffen. Ja. So. So ein scheiß Kostüm. Ehrlich. Scheiß ist braun. Nee, aber
Ich habe dieses Kostüm, ich weiß nicht, ich meine nur einmal verwendet oder so. Also kaum. Ja. Sehr schön. Sind wir noch fünfter Platz geworden. Jetzt sind wir siebter geworden. Ja gut. Das ist doch mal ein gutes Ende, ne? So. Ja. Siebter Platz. Und damit beenden wir diesen wunderschönen Meetup mit unserem wunderschönen Kostüm.